Servus Leute, zurück zu Let's Play Age of Mythology. Wir befinden uns jetzt in einem ganz anderen Land prinzipiell, nachdem wir durch die Erebos gereist sind und festgestellt haben, dass wir Poseidons Gunst verloren haben. Sind wir jetzt in ein anderes Land, in einem anderen Land rausgekommen, weil wir haben ja einen Ausweg aus der Unterwelt gesucht. Und na gut, es beginnt jetzt mit die verlorene Reliquie. Acanthus, Ajax und Chiron tauchen aus der Unterwelt auf und finden sich in einem anderen Teil der Welt wieder. Bevor sie dem jedoch auf den Grund gehen können, müssen sie ihren neuen Verbündeten Amanra dabei helfen, eine wertvolle Reliquie in der Wüste auszugraben. Na, dann gehen wir ein bisschen im Sand buddeln, nicht wahr? Sandburgen bauen und sowas, können wir schon hinbekommen. Du hast also keine Ahnung, wo wir sind. Admiral! Was macht ihr hier? Wir haben uns verirrt. Und sind vom Glück verlassen. Ich bin Amanra. Bereite deine Männer vor. Wir müssen dieses Gebiet verteidigen. Gegen was? Diese Oase birgt Schätze jenseits des Wassers. Hier ist eine Reliquie begraben. Meine Feinde sind auf dem Weg, um sie zu stehlen. Was hat das mit uns zu tun? Schau dich um. Diese Pässe sind der einzige Zugang zu dieser Oase. Wenn du über sie fliehst, rennst du direkt in die Arme der Verehrer von Seth. Du hast die Wahl, ob du dort sterben oder hier mit mir kämpfen möchtest. Ihr habt die Dame gehört. Stärkt diese Verteidigung und bereitet euch auf den Angriff vor. So, willkommen bei den Ägyptern. Hier in dieser ersten Mission haben wir nicht viel zu tun, würde ich sagen. Wir müssen halt verteidigen. Es gibt drei Zugänge. Wir haben prinzipiell... Wir haben prinzipiell ein paar Einheiten. Das ist jetzt nicht die Welt. Oh, von da kommen Gegner. Und der Gegner kommt immer aus anderen Richtungen. Wir sehen ihn kommen und er kommt uns anzugreifen. Deswegen, naja. Anfangs können wir alle zusammenziehen, alle Einheiten und einfach Gegner angreifen. Und so den Ansturm unterbinden. Wichtig ist allerdings... Wichtig ist allerdings, dass wir... Die hat nichts zu tun, das können wir ändern. Da war auch völlig hinaus. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir nichts bauen können. Ist schon mal blöd. Also, wir können nichts bauen in der... Wir müssen diese Mauern so lange halten, wie wir können. In der Art, dass hier kein Dorfzentrum ist. Also, wir können keine weiteren Einheiten bauen. Wir können halt bauen, was baubar ist, prinzipiell. Das ist jetzt nicht die Welt. Erstmal die Upgrades und dann kann ich ein paar weitere Truppen bauen. Einfach ein bisschen mehr... Bisschen mehr zu haben, Punkt. Holz und Gold. Machen wir mal ein bisschen was. Die sollen erstmal kommen. So viel Zeit muss sein. Wir haben tatsächlich nicht sehr viele Arbeiter. Wir haben ein paar, die arbeiten hier dran. Das Ziel ist, dass wir das ausgraben. Heißt, Spiel mit der Zeit. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich alle Einheiten dorthin schicke, werden die deutlich schneller. Damit fertig, aber naja. Okay, Sprungangriff macht einen AOE-Stomp-Angriff, wie es scheint. Not bad. Genau, lange genug müssen wir verteidigen. Was ist das für ein Geräusch? Achso, ja, das ist das Geräusch, wenn jemand geheilt wird. Brauche ich einen Tempel? Ich brauche keinen Tempel. Rüstkammer ist kostenfrei. Machen wir einen.
Turm, dafür viel Gold. Gut, dann machen wir keine Türme. Genau, das ist eigentlich das Ziel in dieser Mission. Vielleicht hätte ich die Upgrades auch meiden lassen sollen. Andere Infanterie. Und gegen Kavallerie haben wir Einheiten. Die kosten zwei, die kosten zwei, die kosten alle zwei Behausung. IC war unnötig. Da kommt ein Belagerungsgerät. Kein Thema. Soll es erstmal ankommen. Hat erstmal einen langen Weg vor sich. Ich kann keine mystischen Einheiten machen, weil ich habe hier in dieser... ich müsste einen Tempel bauen, dann könnte ich das auch. In Wedge. Kostet aber ordentlich Geld. Ah, ich dachte mir schon. Die Rüstkammer bringt nichts. So, jetzt entgegenrennen. Macht's platt. Bevor es irgendwas an den Mauern kratzen kann. Die Überlegung ist, ja, ich habe so wenig Ressourcen, aber... Häuser sind kostenlos. Dann machen wir hier noch ein paar Häuser als Verteidigung sozusagen, weil die Gegner müssen erst durch die Mauern durch und dann hier unten hin, um das zu zerstören. Das muss freigelegt werden. Ein Schwert, wie es scheint. Wer ist von denen eigentlich der langsamste? Mir kommt so vor, als wären die Priester recht langsam. Die Priester sind aber mal eine Erkundungseinheit, die heilen können. Die Reliquie wird freigelegt. Ich ziehe mal von allem was ab, dann haben wir mehr Zeit. Oder sind schneller. Warte, das ist da ganz langsam. Noch ein Belagerungsgerät. Und von dort kommt auch was. Nur ein Belagerungsgerät. Da kommt jetzt mehr. Da kommen nur normale Einheiten. UIR. Okay, wird jetzt schon ein bisschen komplexer. Procese, volume, etimos, ne. Lege, pani. Lege, esto, ne. Malista. Ne, da waren... So, es wird auf jeden Fall jetzt komplexer. Enito. Man hat hier irgendwo noch ein Belagerungsgerät? Nein? Okay. Dann ziehe ich noch mehr von den ganzen Posten ab, um die Arbeit darauf zu konzentrieren. Und die Verteidigung wird wieder zurückgefahren. Ich könnte Sachen reparieren. Könnte man, muss man aber nicht. Reichweite von Türmen, das kann man vielleicht noch upgraden. Nein! Ja, eigentlich kann ich alles abziehen. Ich brauche keine Ressourcen mehr. Bringt nichts mehr. Die sollen lieber das alles hier beschleunigen. Sind es nur noch knapp 5 Minuten.
Da kommen ein paar Schleuder. Die kommen schnell an. Oh shit, da hatte ich noch einen Schleuderer selbst. Intil. Meiner ist besser. Io refer. Enito. Io refer. Raus da, bevor sie den Arbeiter angreifen. Der Arbeiter ist kostbar, ich kann keine nachproduzieren. UIR. Gut. Io refer. So, 50. Okay, okay. Gereg. Der kann auch damit arbeiten, dann haben wir noch 4 Minuten ungefähr. Und theoretisch kann ich von allem mehr produzieren. Sehr gut. Wenn sie bloß von einer Seite kommen, macht das alles deutlich leichter. Kein Gold mehr. Oh, da kommen mystische Belagerungseinheiten. Oh, das ist neu. Das ist neu, dass sie so einen Giftgasangriff haben. Das kenne ich nicht von früher. Ich zieh mal die nach draußen und die sollen dem entgegengehen. Wie sieht's aus? 2/3 schon. Nicht mal lange. Keine Belagerungsgeräte für euch. Tja, ohne Gold ist es schon ein bisschen blöder. Allerdings kann ich theoretisch noch ein bisschen Gold schaffen. So, von da kommen gleich Gegner. Ein ganzer Trupp. Oh Mann, 2er-Trupp aus normalen Soldaten. Just verteidigen ist vollkommen okay. Wunderbar. Wir haben noch 1,5 Minuten. Da müssen erstmal Gegner zu uns laufen. 1,5 Minuten. So, bleibt mal stehen, dann können die heilen. Die Priester. Yu-Gi-Oh! Sagen sie die ganze Zeit. Yu-Gi-Oh! So sieht's aus. Ist ja auch aus dem alten Ägypten. Ich würde ja gerne das beschleunigen. Kann ich das irgendwie beschleunigen? Nein, der Pharao, der in dem Vorspieler-Video gezeigt wurde, ist hier nicht am Start. Oh, hier kommt eine größere Welle. Wahrscheinlich jetzt gleich triggert so zeitlich, dass von allen Seiten Wellen starten müssten. Wahrscheinlich, wenn wir lange... Wahrscheinlich ist das Spiel eher auf Zeit. Also umso länger wir warten, umso schwieriger wird es. Ah, wobei, die will ich vielleicht nicht damit reinreiten. Die Helden als Nahkämpfer sind gegen Skarabäen ausreichend. So, aber gleich geschafft. Das ist echt hart. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es ausgegraben. Was auch immer wir da ausgegraben haben, wir haben es ausgegraben. Was es ist, erfahren wir vielleicht beim nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.